Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu GTA Online. Wir haben den Raubüberfall bestanden, haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle in den Taschen und ich würde mal sagen, in dieser Folge schauen wir uns mal ein bisschen um, wo halt jetzt dieses Geld hinfließen wird in der nächsten Zeit, ne? Und mit dabei hilft mir natürlich der Meteorbogen und der ist natürlich hier mit dem TS. Erstmal hallo an dich. Moinsen. Moinsen, coole Sache. Und hast du deine Kohle schon verbraten, oder was? Bisschen ist noch da. Bisschen ist noch da. Ich weiß nicht, was die anderen beiden gemacht haben, aber die haben wahrscheinlich so übelst einen drauf gemacht, dass sie jetzt gar nicht mehr auftauchen. Die sind doch am Koman. Nee, gute Sache. Und Meteorbogen hilft mir oder beziehungsweise zeigt mir heute einfach mal ein paar Sachen, die man sich ja für das Geld mal leisten könnte. Wie zum Beispiel hier im Hintergrund schon zu sehen, diesen coolen Oldtimer. Und in dieser Folge werde ich mal damit anfangen, also mit dem anfangen zu fahren, mal gucken, ob der mir gefällt. Und der Meteorbogen wird uns im Laufe der Folge dann noch mal ein paar andere Sachen zeigen, die ich mir vielleicht dann auch mal kaufen werde. Ja, achso, Monster Orca ist auch noch mit am Start und der Tim sind auch noch mit am Start. Die sorgen für die nötige Action nebenbei. Achso, warte mal. Der Tim ist jetzt Krankenwagenfahrer. Ja, hier vorne liegen sie doch alle, die musst du mitnehmen. Okay, dann doch nicht. Okay, ich muss mal kurz los. Wow, okay, der Start ist schon mal richtig krass. Und der Sound, ey, der Sound ist ja immer geil. Warte mal, Cockpit, uey. Also mal kurz Endgeschwindigkeit testen. Oh, tut mir leid, wie viel kostet das Ding? Probefahrt. Oh, Lester, nee, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss die Kohle ausgeben. So, ich wechsle mal wieder die Perspektive. In der Cockpit-Ansicht ist die Karre richtig direkt. Mir, meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen zu direkt. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf, das Ding. Das beschleunigt ja endlos, oder? Also so von der Geschwindigkeit geht schon klar. Jetzt müssen wir da vorne mal die Kurve irgendwie mal bekommen. Wow. Okay, voll rein. Geht auf jeden Fall. Oh. Alter, das Ding lässt sich echt gut steuern. Wenn du das mit diesem. Weil der rutscht halt kurz weg. Und wenn du da sofort wieder gegenlenkst, dann geht das super gut, ja. Oh. Für so einen Oldtimer echt, das ist ja mal geil. Aber wenn man ein Oldtimer-Rennen macht, dann würde ich mal sagen, nimm den hier, wa? Beauty, dann fahren wir mal wieder zurück in die Stadt. Und okay, alles klar, machst du mir einen Wegpunkt. Zur nächsten Überraschung. Zum nächsten potenziellen Kaufobjekt. Das Ding ist ja schon mal ganz fein. Aber ich habe halt nicht so viel Geld. Ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Aber keine Sorge, Leute, die nächsten Raubüberfälle stehen schon an. Da haben wir schon ein paar Infos bekommen, wo das nächste Geld zu holen ist. Und ja, da gibt es dann auch wieder bald mehr Infos darüber. Okay, achso, wir müssen da hinten. Ach, hier wird man. Hier holt man auch sonst immer einen Panzer ab. Was könnte denn das bitte sein jetzt hier? Oh, nicht so schnell. Ups. Ach geil, okay. Das Teil aus dem Heist, ne? Der kleine davon. Jo. Coole Sache. Warte, erstmal muss ich mich hinten draufstellen und mal schießen. Kannst du mal eine Runde fahren und ich schieß mal hinten. Und danach wechseln wir die Plätze. Wie er hier draufsteht. Alles klar. Natürlich werden wir jetzt Cops bekommen, aber können wir ja Lester anrufen. Schon mal geil. Wie ist denn das, wenn man jetzt Ego-Perspektive machen würde? Das Ziel für den... Ach, so ist ja mal richtig. Jo, so ist perfekt. So ist geil. Wow. Was ist das für Kaliber hier drauf? Wow. Weiß man nicht genau, wa? Reicht aus. Oh, Fahrer hier drauf. Oh, tut mir leid. Oh, hier den Truck auch noch. Das ist ja mal geil, wenn da ein paar Leute mit so einem Teil losfahren. Was kostet das Ding hier? Der glaube ich 900.000. Okay, und der Oldtimer von davor? Ich glaube 700.000 ungefähr oder so, ne? 600.000, 700.000, ja. Okay. Gut, also wenn du einen Moment Zeit hast, können wir dann gleich mal Plätze wechseln. Ist das nicht so ein Karin Rebellion hier oder sowas? Ja. Ah ja, Karin Technical Geländewagen, okay. Sieht nämlich aus wie der Rebel.
Als Standard. Bloß mit dem Geschütz hinten drauf. Oh, der schöne R8. Oder 9F. Okay, wollen wir schnell Plätze tauschen? Ja, weil ich vergesse da oben. Oder so, genau. Weg da, Madame! Gut, alles klar, dann fahr ich mal kurz mit dem Teil. Ihr bist drauf? Ja. Yep. Ja, also lässt sich halt fahren wie ein Jeep, ne? Geht es vielleicht ein bisschen schwerfälliger wegen dem Geschütz oder so, aber ist eigentlich ganz in Ordnung. Hast du den komplett aufgetuned? Nee, kann man nicht tun, das ist ein Pegasus-Fahrzeug. Ach, okay, stimmt. Danke, natürlich, stimmt, stimmt. Gut. Nee, geht auf jeden Fall. So, hast du noch was Feines für uns? Ja, das letzte, was sie noch bei dem gemacht haben, ist, wie heißt es? Bloß ich Reifen verpasst. Gab es das davor nicht, oder was? Ja, die haben den erst ohne reingebracht. Das ist natürlich, dann bringt das Ding ja gar nichts. Ja. Ja, ist schon mal gut, dass sie das im Nachhinein dann nochmal geändert haben. Dann so kurz anhalten, hinter uns ist auch noch was Schönes. Okay. Also Orca hat das. Ach, der Orca, wo ist denn der Orca hin? Ja. Der ist ja verschwunden eben. Ach so, wieder. Orca, tauch wieder auf. Na, wir fahren erstmal ein Stück weiter noch. Oh, ich sehe da irgendwas an. Da ist ein Flugzeug. Okay, ich halte hier mal kurz. Verstecken! Ah, das ist halt mal. Da sind mal andere Probefahrten als sonst so. Oh, geil! Ach, und das ist der große Bruder davon, ja? Gut, wie fett. So, einfach hinten rein, dann ins Geschütz. Oh, das sollte nicht so sein, warte mal gut. So. Ah, ist alles gut. Mir fliegt zwar jetzt die Kugel um die Ohren, aber passt schon. Rückner, noch habe ich keine. Boah. Nach rechts, ja genau. Okay. So, hier, frisst. Alter, Tim hat auch eine Hydra am Start. Ja, das sind alles Sachen, die ich mir so gerne mal kaufen würde. Eine Hydra müssen wir. Hast du auch eine Hydra? Ja, du hast auch eine Hydra, ne? Ja, ja, die würde ich gerne auch nachher irgendwie nochmal fliegen, so wenn das möglich wäre. Hallalo, Mensch! Da ist er doch, ist aus dem Koma auferstanden. Mensch. Das ist ja mal ein Eis. Boah, wie ist das brennende Auto und wird von seinem Kameraden noch überfahren. Doppelt nochmal rüber hier fahren. Das sind so eine Schweine. Das ist so hart. Geil, also die Karre würde ich mir auf jeden Fall holen. Die kostet ja auch nicht so viel. Oder doch 1,3 Millionen, ne? Ja. Oder? Na, das ist schon ein Batzen. Da wäre ich schon wieder arm danach. Aber wir haben ja noch ein paar Banküberfälle. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Es fliegt. Der Pilot, oder ne? Oh, das macht so einen Spaß. Denke ich, wie geil als ein Panzer das sei, weil es übelst schnell ist und noch voll viele Leute transportieren kann. Ja, und teilweise mehr aushält als ein Panzer selber. Das ist natürlich sehr geil. Oh, oh, nicht so wackeln. Gut, dann können wir eigentlich zum nächsten Objekt. Ich hoffe, es ist irgendwas Explosives oder sowas, weil ich würde jetzt gerne mal hier die ganzen Cops wegschießen. Hol ich kurz meine Zerbarsch. Oh! Alles klar, ich kümmere mich mal dann so lange noch hier um den Kili hinter uns. Yo, ey, das ist so mega geil. Wer macht Stress? Oh, wir haben 5 Sterne. So, jetzt sind wir Premium-Kunden bei der Polizei. Ja. Boah, ist ja gepanzt. Wie krass das aussieht. Er steigt aus der Karre und ist übelst am Fackeln wieder. Oh ja, 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 ihr kriegt sowieso einen Papa. Alter! Was ist denn hier los? Das ist ja mal heftig.
Okay, jetzt sind wir in Hollywood. Jetzt geht's los, ja. Oh, ihr kriegt uns niemals, ihr Schweine! Ihr Fritz! Krass. Vor allem unendlich Schuss. Oh, da fliegt jemand. Hallalo ist gestorben. Oh. Alter. Alter. Nicht auf uns schießen. Wie fett dieser Heli. Das ist der Savage, oder? Ja. Oder ist das die Valkyrie? Okay, gut. Das ist der Savage. Die Valkyrie ist der mit den zwei Geschützen an der Seite. Okay. Das Ding ist echt mega, wa? Schieß mal los! Gut, okay, ich bleib hier mal irgendwie stehen. Also, ich versuche gleich mal auszusteigen, wenn es möglich ist, wenn er stehen bleibt. Okay, bei der nächsten. Okay, die muss ich mal abschießen. Okay, ich spring raus. Hey! Oh, 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 oh. Aua, 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 weg von mir. Oh, ich lieg unter dem Auto. Ach, scheiß Cops. Oh, danke. Ich muss rennen. Ich bin sonst fast tot. Oh, nein. Hier um die Ecke. Kann man wechseln. In Deckung gehen. Was essen. Kannst schon mal landen, wenn es geht. Ich fress nur schnell was. Ach so, da bist du. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ich hoffe, ich werde von den Rotorblättern nicht weggeholt. Ich steig erstmal ein und dann fliegst du erstmal weg. Ja. Oh, wie geil, er sitzt erstmal mit so einem krassen Pilotenhelm. Hallalo! Er will auch mit rein! Komm, beeil dich! Oh, was ist denn da gerade explodiert? Oh, den qualmt schon. Ach ja, genau, Fahrwerk kann man ja auch ein. Oh, das Ding. Ja. Er hält nicht ganz so viel aus, aber geht. Aber ja, mit der Bewaffnung. Ist das eigentlich in Ordnung, oder? Oh, vier Raketen kann der gleichzeitig schießen. Kann ich mal kurz zeigen. Eigentlich durchgehend. Was? Okay, das ist natürlich noch geiler. Dann noch das, die Kanonen selber sind auch mit einer sehr hohen Reichweite und Explosion. Vorsicht, achso. Auf jeden, das ist ein geiles Teil. Oh. Oh. Guck mal, wir schwimmen. Hier ist doch jemand mit einem Heli, der uns mal abholt. Bestes Selbstmord. Holt mich hier ab. Oh. Wieso kann er nicht so ein Wrack auf mich drauf liegen? Ja, Selbstmord. Selbst umbringen. Und ich muss auch noch $67 dafür zahlen. Wieso muss man denn dafür zahlen? Das, was du auf der Hand hast, musst du für den Selbstmord bezahlen. Ach so. Mein Bargeld. So ist das also gedacht. Kurz ein anderes. Dann immer vom Tod schnell aufs, nochmal schnell aufs Konto überweisen. Ich bin am Strand und warte hier mal. Ich guck mir mal das Auto an. Was ist hier los? Wer macht hier so ein... Wow. Hallo. Wie geil. Astrein, Tim. Oh, der war wieder gut. Vor allen Dingen erst so einen halben Meter über dem Boden oder so einen Meter. Plötzlich drückt er wahrscheinlich Y oder so, wird dann rauskatapultiert. Und das Ding stürzt ab, wa? Ah, da bist du ja wieder. Ach, und den gibt's dann nochmal als Pick-up. Der Guardian, ja. Der Guardian, okay, schnell drauf. Ich will mit drauf, ich will hinten drauf. Wie, die springen doch da hoch, Mensch!
Gut. Wollen wir nochmal schnell, holst du den Heli nochmal schnell? Ja, kann ich machen. Oder wenn nicht, kannst du auch die Hydra, ich weiß jetzt nicht, wie lange das mit dem Heli dauert, bis der wieder geholt werden kann. Dauert nicht so lang. Okay. Das ist sowieso Schrott, das kann ich ihn sofort wiederholen. Hallo, hallo aus dem Job. Tschüss, hallo, hallo, Spieler fort. Der ist echt bullig. Bulliges Teil. Oh, da ist wieder Hydra Man. Hat Vegas richtig? Will diesmal fliegen? Ja. Ja, geil, spawnt nicht, oder? Ja, jetzt. So, raus. Alles klar. Mach keine Dummheiten da drüben. Achso, Orca ist das. Okidoki, Lester, ich habe immer noch keine Zeit. Ich bin immer noch in. Ich mach immer noch Probefahrt. Ich war direkt zur Seite, sollte es gehen. So ein Typ, ey. Alles klar, Fahrwerk ganz normal mit. Mit okay, dicken Stick, ja. Okay. Was hat das alles? Also, so eine Kanone hat das Ding. Oh. Raketen kann ich gar nicht schießen. Mit X wechseln. Wenn ich X drücke, wechselt er gar nicht. Bleibt nur Kanonen. Warte mal, dann schlägt. Wahrscheinlich ist es, weil es ja für zwei Personen ist, dass du jetzt die Raketen wahrscheinlich übernommen hast, ne? Ja, hab ich. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das Ding haben wir ja auch in der einen Mission, glaube ich, schon mal gespielt gehabt. Oder kurz mal geflogen. Da konnte ich ja die Raketen mal testen. Ja. Deswegen, ich wollte jetzt nochmal kurz mal rumfliegen. Ohne, dass man so unter Druck ist wegen der Mission. Einfach mal testen, wie das Ding hier ist. Ansonsten wird einfach mal jetzt auswählen können. Ja, jetzt kann ich wieder umwechseln. Alles klar, also auch Gelenkte, Ungelenkte und... Ja, ganz normal. Hui. Voll hart. Das ist so fies. Bam, bam. Boah. Fliegen mit anderen Spielern. Yay, wieder 200 RP. Nee, das Teil gefällt mir auf jeden Fall auch. Gut, kannst du jetzt eigentlich auch die Hydra holen, wenn ich noch in deinem Fahrzeug bin? Dafür müsste der erst als gestohlen gemeldet werden oder zerstört werden. Alles klar, wie lange dauert das, bis er gestohlen gemeldet wird? Also nicht gestohlen, dann ist es so, dass er für mich nicht mehr zugänglich ist und für euch auch nicht und das dauert ein paar Minuten. Ach so, das ist natürlich blöd. Ja, dann zerstöre ich ihn gleich. Ich komme mal zu dir, spring dann ab. Oder wo würden die Hydra, wo mussten die denn abholen? Flughafen, ne? Wahrscheinlich dann die. Die kann auch an Heliports landen, also eher da. Ach stimmt, die kann ja sowieso überall. Und wolltest du noch mal irgendwas anderes zeigen? Insurgent oder nochmal den Guardian von gerade? Den Insurgent würde ich gerne nochmal fahren. Gut. Holen, ja. Dann können wir dann zum Schluss die Hydra dann nehmen. Ja, oh, bababab. Oh. Das überleben wir. Alles gut. Alles ist gut. Das war die Pro-Landung von Weedy. Warte, ich hol mal Fahrwerk wieder raus. Weil wir auch stink. Wieso bin ich so durchlöchert? Oh Mann. Was ist denn hier los? Achso, okay. Supi. Hier kannst du nehmen. Warum haben wir jetzt einen Stern? Na kommt her, Kops, dann kann ich gleich mal das, ah ja, stimmt. Du hast dann Raketen mehr von der Stadt gezündet. Gut, die Kops kommen mal her, sollen mal herkommen, dann kann ich mal wegrammen und testen, wie gut das Ding hier auch wirklich ist. Boah! Markiert.
Oh, hier. Oh, war da was? Alter, was? Das ist ja mies. Du fährst dagegen und er verliert kaum an Geschwindigkeit. Und bäm. Tschüss. Komm, du. Mann, es gibt auf jeden Fall richtig fette Sachen hier mittlerweile, schon bei GTA. Das wird schwer, da sich irgendwas Feines rauszusuchen. Oder eins, sich zwischen den ganzen Sachen hier zu entscheiden. Bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als noch mehr Kohle machen und noch mehr Kohle machen. Bis man sich einfach alles leisten kann in dem Spiel. Wobei alles ist ja mittlerweile oben drauf. Achso. Bitte über Leitern und so, ne? Ja, genau. Aber wird nicht geliefert, kannst direkt vergessen. Okay. Dann fahren wir weiter, kann ich noch mal ein bisschen testen. Einsteigen! Passt nicht. Na nicht. Gut. Geht nochmal zum Heliport. Nochmal zurück? Einfach zum Heliport, ja. Zu dem unten am Hafen, ne? Oh, ja. Geh einfach nochmal. Ich brauch gar nicht mehr bremsen, ey. Wenn die Autos reinfahren, das reicht schon ein bisschen aus. Und dann um die Kurve. Jetzt Markierung ist schon wieder weg. Keine Ahnung, aber das ist doch hier rechts gleich, oder? Oh, jetzt hätte ich eigentlich... Oh, abbiegen müssen. Ah ne, die nächste abbiegen, okay. Ich kenne mich hier noch so ein bisschen, kenne ich mich hier noch aus. Gut nach dem langen Urlaub, ne? Anfangs war es wieder eine fremde Stadt. Aber mittlerweile geht's. Bäm! Zu Hause. Bäm! Und gleich beide mit dir noch. Verschwindet, macht Platz! Wir müssen hier durch. Danke! Oh, 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 oh! Handbremse ist natürlich... Oh. Gefährlich bei der Tonne oder bei dem 10-Tonner oder was ist... Ich, oh, was... Wie viel der wiegt hier? Okay, alles klar. Dann probiere ich mal die Hydra aus. Das ist der Halalo schon wieder. Der Halalo. Da steigt mal drauf, fliegt mal mit. Oh, warte. Vorsichtig machen. Okay. Möchte noch jemand mit drauf? Nee, okay. Wie geil ist das denn? Oh, was war das denn? Was hast du gemacht? Ein Raketenwerfer. Das war natürlich fail. Ey, aber es war cool, dass das funktioniert. Müssen wir mit Hydras Missile Action machen. Zwei Hydras hochfliegen und dann muss der eine von einer zur anderen nochmal springen oder sowas. Oh, wie komme ich denn hier weg? Hier sind ja nur fette. Oh. Laufsteg der Übergewichtigen hier. Was ist hier denn los? Wie komme ich hier weg? Holt mich ab! Komm einfach mal in Richtung Flughafen, kurz beide. Geil. Okay. Wo bist denn du? Gegenüber. Auf dem Laufsteg der Übergewichtigen. Einmal bitte landen. Ich weiß hier. Lande doch mal. Muss man eine Markierung machen. Landen, landen, landen. Einmal bitte landen. Achso, hier ist noch das Wrack. Hast du schon neu bestellt? Ja, die sind im Flughafen. Achso. Dann nehme ich mir meinen eigenen Heli. Also auf der Ablenkung komme ich einfach schnell wieder hin. Heute oder so, ja. Dann fliege ich aber eine Runde.
Bis ich abstürze. Nein, das hoffen wir mal nicht, dass es passiert. Und Annihilator. Ein bisschen ausprobieren. Der war so mega an GTA 4 und hier kann der gar nichts, ey. Wieso schwach. Das war in GTA 4 auch der einzige wirklich. Ja. Witz. Komm mal her, lol. Wie? So ein bisschen durchlöchern. Ich hoffe, der macht jetzt keinen Scheiß. Ich muss schnell in die Hydra rein. Nein. Warte. Boah. Ach, Tim hat die Hydra da. Warte, wenn es geht, nehme ich Tims Hydra, weil die wird sowieso gleich wieder drauf gehen. Ach so. Weil Alu ist auch da. Muss er wieder Joghurt rühren. Alle Mann drauf! Ach, da bist du auch. Wie geil. Okay, lass uns mal hoch. Tim, steh wieder auf! Leg dich doch nicht auf eine Tragfläche, Mensch. Entspann kannst du später. Reiß dich zusammen da jetzt. Ich darf nicht zu schnell hochfliegen, ne? Du bist vorsichtig hier. Oh, wenn oh, Tim. Tim hat Probleme mit dem Stehen. Der küsst lieber die Tragfläche. Ja, leg dich auf den Bauch. Und, oh, und tschüss. Lalo. Wieso habe ich ihn denn schon wieder getötet? Oh, tschüss Tim. Alles klar, meine Passagiere haben sich verabschiedet. Ja, theoretisch könnte er doch von meiner abspringen und auf deiner wieder mit dem Fallschirm landen. Sollte gehen, ja. Das müssen wir eigentlich mal... Das machen wir mal in der nächsten Folge als kleine Challenge oder sowas mal. Ein paar Faxen damit. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich will erstmal jetzt nochmal ein bisschen rumfliegen. Steuerkreuz rechts war ja dann Schubumkehrung, ne? Ja. Okay, alles klar, ja. Wunderbar. Oh, ich hör's piepen. So, das war mein eigenes Teil, okay. Ist die genauso schnell wie der Laser? Die sollte eigentlich schneller sein. Schneller? Ist ja krass, dass das Ding schneller ist. Dann kann man hier einfach so wechseln rüber. Krass. Oh! Verschubumkehrung mal reingehauen. Bremsen, Schubumkehrung rein. An, geh, an, nein, ich stürz ab, nein, was? Der Motor ging nicht mehr an, die Turbine ist ausgegangen. Nein. Alles klar, ey, das war natürlich traurig. Ne, gut, alles klar, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen mir angucken können. Was ich mir kaufe, weiß ich jetzt noch gar nicht so. Wenn ihr zufällig wisst oder mir irgendwas empfehlen könnt von den Sachen, die wir uns heute angeguckt haben, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und vielleicht nehme ich den einen oder anderen, die ein oder andere Kaufempfehlung ja an und hole mir das dann auch, ne? Ja, ich schaue selber auch nochmal gründlich nach. Vielleicht finde ich auch nochmal was anderes. Und ja, lasst euch dann einfach mal überraschen, wie es aussieht und so. Werdet ihr dann in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich bei dir mit dem Ohrbaum fürs Mitmachen und auch den beim Orca, beim Tim und beim Hallalo. Und bei euch natürlich fürs Zuschauen nochmal und ja, bis morgen dann, ne? Tschüssi! Ja.